Herzlich willkommen zu dem Vortrag Feedback-Workshops zur Teamentwicklung, Ängste abbauen, neue Chancen eröffnen. Der Vortrag dauert ungefähr 45 Minuten und wir haben dann noch ein bisschen Zeit für eine Fragerunde. Es geht darum, wie man im Team Peer-Feedback befördern, etablieren kann. Peer sagt wahrscheinlich ganz vielen hier was, vielleicht nicht allen. Peer ist ein Begriff, der bezeichnet gleichrangige, gleichberechtigte Leute, die auf Augenhöhe miteinander agieren. Das Thema ist, wir als Scrum Master haben uns überlegt, wie wir in unseren Teams Peer-Feedback etablieren könnten, was wir tun könnten, um Peer-Feedback in unseren Teams zu etablieren. Ganz kurz was zu mir. Ich heiße Annette Harder, ich bin seit 2012 agil. Scrum Master und Agile Coach in unterschiedlichen Teams. Ich habe eine Herausforderung und die lautet Hochdeutsch. Ich habe vorhin gelernt, die bayerische Kollegen sind da sehr viel selbstbewusster, die gehen da ganz einfach damit um. Für mich ist das immer ein Thema. Wer mich nicht versteht, bitte melden, dann versuche ich meine Formulierung zu ändern. Ich freue mich immer wieder, dass ich mit meiner Begeisterung in der Agile Community so gut meine Leidenschaft und meinen Beruf immer wieder verbinden kann. Und was mir besonders wichtig ist, das ist Transparenz. Und zwar, wenn es keine Transparenz gibt, dann habe ich keine Informationen, um für mich Entscheidungen zu treffen. Das ist für mich sowas wie Entmündigung. Deshalb ist mir Transparenz unheimlich wichtig. Und insgesamt mag ich es ganz gern, wenn es Sinn macht, was ich tue. Hallo auch von mir. Ich bin Ines Kaiser, bin Scrum Master bei der 1&1. Davor war ich 5 Jahre in einem kleineren Softwareunternehmen in Hamburg tätig, war da im Scrum-Team, habe Software getestet und Anforderungen geschrieben und auch die Umstellung von Wasserfall auf agil miterlebt und bin seither total begeistert davon. Genau, meine persönliche Herausforderung ist, dass mich sehr viel interessiert und ich dann auch mit voller Begeisterung dabei bin und alles Mögliche anfange und dann irgendwann wird es mir zu viel. Aber ich arbeite daran, dass mir das besser gelingt. Meine Lieblingssituation ist auf Reisen, wie viele wahrscheinlich auch. Ich liebe es einfach, neue Länder zu entdecken, neue Kulturen. Und was mir besonders wichtig ist, ist, dass wir auf Augenhöhe miteinander sprechen, dass sich keiner besser stellt wie der andere und wenn eben ein fairer Umgang untereinander herrscht. Warum haben wir uns denn überhaupt entschieden, Feedback-Workshops in unseren Teams einzuführen? Darum soll es jetzt im ersten Block gehen. Wir hatten bestimmte Annahmen im Vorfeld. Eine Annahme war, dass Feedback im Team sehr wertvoll ist. Die Gründe davon werde ich gleich noch näher erläutern. Obwohl Feedback uns sehr alltäglich erscheint, weil wir es auch ständig hören, ich gebe dem noch Feedback und ich habe Feedback bekommen, ist es trotzdem sehr schwer. Und Annette wird da auf ein paar Beispiele aus ihrem persönlichen Alltag eingehen. Aber man kann Feedback üben. Wenn man es immer wieder probiert anhand verschiedener Feedback-Modelle, also am Anfang klingt es sehr hölzern und gestellt, aber je mehr man übt, desto natürlicher wird das Ganze. Und dann haben wir überlegt, okay, was können wir denn als Agile-Coaches tun, um unseren Teams das leichter zu machen? Und daraus ist eine Serie an Workshops über Feedback rausgepurzelt.
Unsere Motivation war, wir wollen zunächst Klarheit schaffen, was Feedback überhaupt ist. Wie hat es einer so schön formuliert bei uns im Workshop? Feedback wird ja mittlerweile inflationär verwendet. Geht man zum Bäcker, soll man Feedback geben? Bringt man das Auto zur Reparatur, soll man Feedback geben? Auch weil es nicht zuletzt im Unternehmen falsch geprägt wird und häufig als Leistungsbewertung missverstanden wird. Das wird dann meistens den Führungskräften überlassen und die anderen sind froh, dass sie damit nicht in Berührung kommen. Falls sie doch dann mal um Feedback gebeten werden, gibt es ein großes Aufstöhnen, weil man hat eben Angst, dass das Gesagte negativ auf einen zurückfällt. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Wir wollten auch die Hemmschwelle senken, um Feedback zu geben, weil wenn in dem Unternehmen eine Feedback-Kultur herrscht, dann fällt es viel leichter, Probleme auszusprechen. Und der Feedbackgeber wundert sich nicht, warum kommt jetzt einer zu mir her und will mir Feedback geben, sondern das ist ganz normal. Und Probleme werden nicht aufgestaut, bis es dann zum großen Knall kommt, sondern man kann Missverständnisse klar klären. Und das schafft Transparenz und Vertrauen im Team, weil ich weiß genau, wie ich im Team angesehen werde und wie sie auch zu meiner Arbeitsleistung stehen, weil dann ständiger Austausch herrscht. Eine unserer Hypothesen war, Feedback nehmen und geben ist tatsächlich schwer. Feedback kann man beschreiben als die Reaktion auf den Standpunkt oder das Verhalten einer anderen Person. Was daran interessant ist, ist, dass wir meistens automatisch nur die negative Reaktion betrachten, nicht oder automatisch an die negative Reaktion denken, nicht an die positive. Ich habe zwei Beispiele von mir selber mitgebracht. Feedback nehmen. Jeder denkt von sich, ich kann doch mit Feedback umgehen. Ich natürlich auch. Ne? Bis es dann soweit ist, bis mir jemand was sagt, worauf ich nicht gefasst bin. Ein Kollege von mir, also ich habe um schriftliches Feedback gebeten, Kollegen von mir, und ein Kollege hat mir zurückgemeldet, er findet unsere Zusammenarbeit nicht eng genug, hat es noch verschärft formuliert, hat gemeint, die findet ja so gut wie gar nicht statt. Die erste Reaktion, als ich es gelesen habe, war, hä, wie kommt er denn da drauf? Einfach fassungslos. Der zweite Gedanke war, was meint denn der eigentlich, was ich sonst noch tun sollte? Danach bin ich irgendwie so ein bisschen runtergekommen, war aber total geplättet, war auch irgendwie traurig, weil ich es nicht gesehen habe irgendwie. Es hat ein paar Stunden gedauert, bis ich wieder das verdaut hatte. In dem Moment war es dann auch total einfach, mit der Situation umzugehen. Ich habe einfach gedacht, ja klar, machst einen Termin mit ihm, sprichst mit ihm. Das habe ich dann auch gemacht und seither haben wir eine viel bessere Zusammenarbeit. Es war dann vollkommen easy. Aber ich habe im ersten Moment nicht gedacht, oh, der will enger mit mir zusammenarbeiten. Ist toll, das ist ein Zeichen dafür, dass er meine Arbeit wertschätzt. Nee, ich war sofort wie angegriffen. Das ist die eine Seite, die Feedback zum Beispiel schwer macht. Dann das andere Beispiel, bei Feedback geben. Ja, was kann denn schon dabei sein, dem anderen eine Meinung zu sagen? Umgekehrt hat mich ein Kollege um Feedback gebeten, auch in schriftlicher Form. Ein Kollegen, den ich sehr wertschätze, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite und auch gern zusammenarbeite, dem ich natürlich viele Stärken und viele Sachen, die er gut macht, spiegeln wollte und auch getan habe. Aber es gab auch zwei Punkte, wo ich gedacht habe, wenn er da sein Verhalten ändert, vielleicht kommt er dann eher zu dem Ziel, das er anvisiert. Ich habe formuliert und formuliert und formuliert und formuliert, bis ich gedacht habe, so, jetzt ist es okay, jetzt kann man es verstehen und habe es abgeschickt.
Keine Reaktion mehrere Tage lang. Ich bin fast gestorben, ganz ehrlich. Je länger, umso schlechter ging es mir. Hat er mein Feedback überhaupt schon gelesen? Was, wenn er es nicht verstanden hat? Was, wenn es überhaupt nicht berechtigt war? Und das Schlimmste von allem tatsächlich, was, wenn er so sauer ist, dass unsere Beziehung quasi daran kaputt geht? Also quasi der Worst Case. Ich war total verunsichert. Und wenn mich in dem Moment jemand gefragt hätte, was hältst du von Feedback? Ich hätte gesagt, nein, danke, bleib weg. Hat mich wirklich unheimlich viel Energie gekostet. Tatsächlich gibt es auch sowas wie eine Erklärung dafür, warum denn das so schwer ist. An meiner Reaktion kann man auch ganz gut diese Kurve nachvollziehen, als ich Feedback bekommen habe. Wenn man irgendwas gesagt bekommt, womit man nicht gerechnet hat, ist das erst einmal wie ein Schlag. Also man wird getroffen wie ein Schlag. Der einem das Feedback gibt, ist allerdings auch in keiner komfortablen Position, weil er hat den Schlag geführt und wer fühlt sich schon gern als Schläger? Dann muss man damit rechnen, dass eine sehr energetische Reaktion kommt. Das heißt, dass die zweite Phase, das ist die, die auch, in der auch vielleicht eine Eskalation droht. Man kocht dann ein bisschen runter, der Widerstand also wird eher passiv. Die Phase kann aber für die gemeinsame Beziehung trotzdem genauso desaströs sein, weil in dem Moment ist es so, als würde der Feedbackgeber, also der quasi den Invest tut, eine Ablehnung erfahren vom anderen. Tatsächlich ist es halt so, wenn man in diesen Feedback-Prozess reingeht, ist nicht so sehr die Frage, also ob man da reingeht, man geht auf jeden Fall rein und es ist die Frage, ob die Beziehung in der Akzeptanzphase ankommt und man quasi dann was draus machen kann oder der das Feedback bekommt, was draus macht oder für sich entscheidet. Aber erst wenn man quasi in der Akzeptanzphase ankommt als Feedbacknehmer, ist gewährleistet, dass die gemeinsame Beziehung nicht kaputt geht. Deshalb fällt dem Thema aus unserer Sicht, was die Sicherheit angeht, wenn man im Team Peer-Feedback etablieren will, besonderes Gewicht zu. Generell haben wir die Reihe so gehandhabt, dass nur das Team unter sich war, das heißt ohne Führungskräfte. Wie bei jeder normalen Retro gilt auch bei dem Feedback-Workshop die Las Vegas-Regel. Das heißt, was in diesem Raum besprochen wurde, bleibt auch in diesem Raum und wird nicht in der nächsten Kaffeeküche weitergetratscht, weil es doch um sehr persönliche Dinge geht. Wenn Feedback anhand von fiktiven Beispielfällen geübt wird, dann kann das Thema Bieten von Ausstiegsmöglichkeiten sicherlich vernachlässigt werden. Aber gerade wenn es dann ans persönliche Feedback geht, haben wir das so gehandhabt, dass wir den Teilnehmern eine gelbe und eine rote Karte an die Hand gegeben haben. Wenn die gelbe Karte gezückt wurde, dann heißt das, okay, gleich wird es mir zu viel. Und wenn die rote Karte gezückt wurde, dann hieß es, okay, mir ist es jetzt auch tatsächlich zu viel und an der Stelle möchte ich nun aussteigen. Das gibt einfach den Teilnehmern eine Sicherheit und ich muss auch gar nichts aussprechen, sondern ich muss nur die Karte halten. Die ganze Workshop-Reihe war auf Freiwilligkeitsbasis ausgelegt. Niemand wurde gezwungen, daran teilzunehmen. Wir hatten es auch zweimal, dass Teilnehmer gesagt haben, okay, wir wollen heute nicht mitmachen. Das war dann aber auch okay so für alle. Und wir als Moderatoren haben auch eine klare Ansage zu Beginn gemacht, dass wir es uns jederzeit rausnehmen, den Workshop abzubrechen, wenn wir sehen, okay, das läuft jetzt gerade in eine falsche Richtung. Genau, ich erzähle euch jetzt kurz was, also was die Grundannahmen waren, wie wir eingestiegen sind irgendwie.
dann was funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat und mit welchem Ansatz wir heute so eine Workshop-Reihe planen. Ich bin davon ausgegangen, dass ein einzelnes Training nicht ausreichen würde, weil es tatsächlich nicht um Wissensvermittlung ging. Also irgendein Workshop über Feedback kann man bei uns von der HR irgendwie sich geben lassen. Mir ging es explizit darum, dass das Team, also die Personen, die in dem Team sind, zusammen sich Mechanismen erarbeiten, Mechanismen üben und auch im Idealfall verinnerlichen, um sich gegenseitig am Ende besser Feedback geben zu können. Ich habe dazu aus der Trainingslehre im Sport mir so eine Idee entliehen, und zwar dort setzt man mit dem nächsten Trainingsimpuls an einem Punkt an, weiß nicht, wie das geht, so, an einem Punkt an, wo die Leistungskurve noch nicht wieder ganz abgefallen ist. Man sieht es hier unten vielleicht besser. Die graue Linie bezeichnet quasi einen einmaligen Impuls. Da fällt, wenn man es nicht praktiziert, einfach die Kompetenz oder die Trainingsleistung wieder ab. Im Gegensatz, wenn man dann zum richtigen Zeitpunkt einen neuen Impuls setzt, hat man eine bessere Chance, dass man das Level an Kompetenz einfach auch vertieft. Darum ging es mir, deshalb bin ich bei ungefähr 4 bis 5 Tagesworkshops im Jahr gelandet, die ich so aufgeplant habe. Tatsächlich, wie schon beschrieben, mein Hauptfokus lag auf der Praxis. Sie sollten das praktizieren und nicht einfach nur die Theorie lernen, um aber eine gemeinsame Basis zu schaffen, damit alle das gleiche Grundverständnis haben, habe ich im ersten Workshop eine Theoriegrundlage gemacht. Die Bausteine waren Theoriegrundlage, dann an Modellen irgendwelche fiktiven Beispiele üben und am Nachmittag gab es eine reale Teamfeedback-Runde. Auch bin ich am Anfang davon ausgegangen, dass es kein Problem sein würde, so wie man das halt öfters mal auch in der Retro macht. Am Ende bespricht man mit dem Team, okay, wir schauen mal, was die nächsten Schritte sind. Gut funktioniert hat tatsächlich, diese gemeinsame Basis zu schaffen. Diese Theorie am Anfang, das hat ein gemeinsames Grundverständnis geschaffen, was Feedback ist und was Feedback nicht ist. Das war ein wichtiger Einstieg. Genau, was auch gut funktioniert hat, also jeder hat an diesem Tag persönliches Feedback bekommen und gegeben und auch insgesamt haben wir noch eine Runde gemacht, wo jeder Feedback zum Team als quasi Organismus gegeben hat. Man hat am Ende des Workshops auch deutlich gespürt, dass alle erleichtert waren, dass es keine Eskalation gab, dass Dinge angesprochen wurden, die nicht so angenehm sind. Und insgesamt hat es auch die Befürchtung verringert, sich dem Ansprechen von unangenehmen Dingen irgendwie zu nähern, sage ich jetzt mal. Der sichere Rahmen, den wir mit den Karten und mit der klaren Ansage geschaffen haben, waren auch eine Gewährleistung für jeden. Also es waren genug Reißleine eingebaut, dass alle sich irgendwie sicher gefühlt haben. Tatsächlich haben aber etliche Dinge auch nicht gut funktioniert. Diese zwei Aufgaben zu mischen, einmal den Fokus an fiktiven Beispielen zu üben am Vormittag und nachmittags dann ins reale Feedback einzusteigen. Man hat an der Stelle deutlich gemerkt, also dieser kurze Übungsslot am Vormittag hat lang nicht ausgereicht, damit das Feedback, das am Nachmittag dann gegeben wurde, auch tatsächlich einigermaßen gut war. Also die Übung hat einfach nicht gereicht. Und es wäre besser gewesen, im Nachhinein einfach für diesen einen Workshop einen Fokus zu haben, entweder über oder reales Feedback geben. Auch
die Idee, am Ende des Workshops dem Team quasi die nächste Maßnahme, den nächsten Schritt zu überlassen, war an der Stelle nicht so gut. Gefühlt war der Schritt zu groß. Die haben sich nämlich verabredet, bis zum nächsten Workshop quasi so Feedback-Situationen zu sammeln, um sie sich dann im nächsten Workshop in 1:1-Sessions zu geben. Für manche hat es einigermaßen funktioniert, für andere gar nicht. Eine Person hat so beschrieben, das war so wie Fleißmärkchen sammeln oder Strafpunkte, also wie wenn man so eine Liste hat und man merkt sich dann jede Kleinigkeit, die ein anderer macht. Also alles irgendwie so konstruiert und unecht. Die Person wollte dann auch nicht mehr mitmachen, nicht aktiv mitmachen beim zweiten Workshop. Gott sei Dank war sie dabei, also hat teilgenommen. Wir haben das Thema dann nochmal richtig im Team diskutiert, hatte dann den Benefit, dass wir auf die Art nochmal zu dem Thema ein gemeinsames Verständnis entwickeln konnten. Und er hat dann beim nächsten Workshop auch wieder mitgemacht. Aber das waren so ein paar Knackpunkte, wo ich dann gedacht habe, irgendwie bin ich zu naiv an die Sache rangegangen. Es hat mich noch gewundert, weil ich habe Kollegen, die kommen aus ihrem Team, sagen, ich habe gerade eine Feedback-Retro gemacht, hat alles wunderbar funktioniert und ich habe gedacht, hä, wieso, was ist da jetzt? Ne? Ich habe mich einfach gewundert, dass es bei denen geht und bei mir nicht. Ich habe dann diese Folie von einem Kollegen, Nicolas Scheel, kurz drauf gesehen und das war wie die Erklärung für das, was bei mir nicht funktioniert hat. Tatsächlich macht er hier stellt er hier einen Zusammenhang her zwischen Vertrauenslevel und der Art und Weise von Feedback, die funktioniert oder nicht funktioniert in einem Team. Das heißt, wenn kein Vertrauen im Team ist, findet auch so gut wie kein Feedback statt. Wenn man sich das vorstellt, ist es auch ganz logisch, Misstrauen, wenn mir jemand was sagt über mich und ich traue dem nicht, dann glaube ich dem einfach auch nichts. Nachträglich war das eine super Erklärung für mich, warum es in meinem Team nicht funktioniert hat. Tatsächlich war in meinem Team das Vertrauenslevel nicht besonders hoch. Interessant ist daran auch, dass die Person mit dem größten Misstrauen eigentlich das ganze Level bestimmt, wenn man das Team als Ganzes betrachten will. Es nützt nichts, wenn 4 sich ganz gut gewogen sind und einer gar nichts glaubt, was die anderen sagen, dann hat man da keinen Vorteil dran, wenn man das Team insgesamt entwickeln will. Wenn man dagegen ein gutes Vertrauenslevel im Team hat, kann man auch gleich irgendwie mit einer Feedback-Retro und realem Feedback einsteigen. Aber das war tatsächlich an der Stelle nicht mein Use Case. Deshalb aus heutiger Sicht würde ich ein bisschen anders dran gehen. Die Ines macht das auch bei ihrem Team. Ich würde mir erstmal angucken, okay, was passt denn an Feedback mit dem zusammen, was ich an Vertrauen in meinem Team habe? Und darauf würde ich die ganze Reihe ausrichten. Was ich immer noch gleich machen würde, das wäre, ich würde im ersten Workshop eine Theoriegrundlage für dieses gemeinsame Verständnis machen, so dass alle den gleichen Ausgangspunkt haben und das gleiche Wissen haben, um quasi dann in die Übung zu gehen. Würde aber den Fokus vom ersten Workshop einfach darauf halten, an fiktive Beispiele verschiedene Modelle zu üben. Um diese fiktive Übungsbeispiele zu generieren, lohnt es sich tatsächlich, ins Team reinzuhören, denn je näher die Beispiele sind, die ihr habt, um dran zu üben, umso mehr können die Teammitglieder auch quasi ihre Emotionen dazu produzieren und das Ganze wird einfach realitätsnäher
Es hat auch den Vorteil, je realitätsnäher das ist, umso mehr diskutieren Sie auch inhaltlich über die Situationen, die Sie da feedbacken. Das heißt, Sie machen an der Stelle auch noch irgendwie eine gemeinsame Bearbeitung von dem Thema. Ich würde auch nicht mehr ohne Vorschlag für den nächsten Schritt in einen Workshop gehen, einfach auch wegen dem Vertrauenslevel, weil sich manche Maßnahmen halt für manche Vertrauenssache nicht eignen. Wenn ich ein Team habe, wo ich tatsächlich kein Vertrauen habe und das Team selber beschließt, so wie meins, mit persönlichem Feedback in eine 1-zu-1-Session zu gehen, wo unter Umständen alle drei von diesen Dingen besprochen werden, dann erreiche ich vielleicht nicht das, was ich will, sondern verkretzt die Leute damit. Es hat sich auch bewährt, tatsächlich keine Tagesworkshops zu machen, sondern 3 bis 4 Stunden Workshops, also so Halbtagesworkshops, und dafür lieber eine Iteration mehr, also einen Lern, kleinere, aber mehrere Lernimpulse zu machen. Wie haben wir denn die Workshop-Reihe aufgebaut? Also aus welchen Bausteinen setzen die sich zusammen? Wir hatten einen kleinen Block mit einem Theoriebaustein, wir hatten Übungsbeispiele mit fiktiven Beispielsätzen und wir hatten Bausteine mit realem Feedback. Wir haben hier jetzt nicht die Zeit, die Theorie von Grund auf euch zu erklären, aber viele kennen ja wahrscheinlich auch, worum es bei Feedback geht. Uns war es wichtig, nochmal kurz dem Team zu sagen, was ist denn wichtig beim Feedback geben, damit alle auf einem Level sind. Also, dass es an konkreten Beispielen beschrieben werden soll aus der Ich-Perspektive und dass es auch wohlwollend gemeint sein soll, im Sinne von, dass der andere daran wachsen kann. Auch hatten wir einen Block mit Feedback nehmen, weil auch das ist nicht einfach. Man soll nichts entgegnen, sondern einfach nur sagen, danke für dein Feedback. Danke deshalb, weil es ein großer Schritt ist, auch für einen Feedbackgeber auf jemanden zuzugehen und ihm Feedback zu geben. Und wir alle haben aber diesen Impuls in uns, sich zu rechtfertigen oder sich zu erklären. Und das ist ganz, ganz schwierig, einfach nichts zu sagen. Und wir haben dem Team Feedback-Modelle an die Hand gegeben, anhand denen sie sich entlanghangeln können, die es dann einfacher machen in der Übung. Das ist zum einen so ein 3W-Modell, also Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Und das Bahnmodell, was habe ich beobachtet, was war die Auswirkung, was ist der Hintergrund und am Ende kann man noch Verständnisfragen stellen. Dann hatten wir verschiedene Übungen mit fiktiven Beispielen. Feedback wird häufig verwechselt zwischen Lob oder Kritik und da hatten wir eine Übung mit verschiedenen Beispielsätzen und die sollte das Team dann einordnen, okay, was ist jetzt Lob, was ist Kritik und was ist wirklich Feedback und anhand welcher Kriterien können wir das feststellen. Dann hatten wir Beispielsätze mit gutem und schlechtem Feedback und sollten das einordnen und konnten dann auch das schlechte Feedback umformulieren, wie es besser klingen würde. Dann hatten wir noch ein Feedback-Dojo, das heißt, die Leute gingen in Dreiergruppen zusammen. Wir haben im Vorfeld ganz viele Beispiele gesammelt, die so auch im Team entstanden sind oder mit dem sich das Team identifizieren kann. Also so ein Klassiker wäre, jemand kommt zu spät zum Daily. Also eine, in die man sich eben hineinversetzen kann. Und dann war einer Feedbackgeber, einer war Feedbacknehmer und einer war Beobachter. Der Feedbackgeber durfte sich einen Fall aussuchen und hat dann erstmal so richtig schlechtes Feedback gegeben. Also so, wie es eigentlich nicht sein soll. Einfach, damit es auch Spaß macht. Und der Feedbacknehmer hat auch schlechtes Feedback entgegengenommen. Dann kann man nämlich auch sehen, wenn man was entgegnet, wie sich das dann so hochschaukeln kann.
Dann hat der Feedbacknehmer gesagt, wie es auf ihn gewirkt hat, wie er sich dabei gefühlt hat. Und der Beobachter konnte auch noch seine Beobachtungen ergänzen. Und dann hat man das Ganze nochmal geübt mit besserem Feedback. Und auch da hat dann nochmal der Feedbacknehmer gesagt, wie es jetzt auf ihn gewirkt hat. Und der Beobachter konnte auch nochmal ergänzen. Das Gute bei dieser Methode ist dann auch, wenn was nicht so funktioniert hat, dann kann man nochmal zurückspulen und gemeinsam im Team überlegen, okay, wie können wir das denn formulieren, dass es gut klingt. Und dann wechselt es reihum, bis jeder jede Rolle inne hatte. Teamfeedback mit persönlichen, also mit richtigen Fällen. Da hatten wir diese Tabelle mit diesen drei Spalten. Also das Team sitzt im Kreis, jeder bekommt so ein Sheet und schreibt erstmal in der ganz rechten Spalte auf, welche Personen überhaupt da sitzen und schreibt dann, das schätze ich an dir. Und es ist wichtig, dass man nicht nur einen Satz schreibt, sondern dass man spezifisch schreibt, was genau und am besten noch mit Beispielen. Und dann gibt es noch die Spalte, ich glaube, du könntest noch wirkungsvoller sein, wenn. Und auch hier ist es wichtig, konkrete Beispiele, wann war das so, sodass der, der das Feedback bekommt, auch genau weiß, was hier gemeint ist. Und dann geht es reihum. Es gibt einen Freiwilligen, der das Feedback entgegennimmt. Und dann geht es reihum. Erstmal nur die Spalte, da schätze ich an dir. Weil wenn man es abwechselnd macht, dann ist es so ein Gefühlschaos. Und so ist einmal nur das, da schätze ich an dir. Und danach kommt, ich glaube, du könntest noch wirkungsvoller sein, wenn. Damit sich der Feedbacknehmer voll und ganz auf das Feedback konzentrieren kann, ist es sinnvoll, man hat irgendjemand mit dabei, der die Notizen macht, damit man sich im Nachhinein sich das nochmal alles anschauen kann. Und wenn man einmal durch den Prozess gelaufen ist als Feedbacknehmer, ist es gut, wenn er dann jetzt der Nächste ist, der schreibt und notiert, weil sonst driftet man ab in Gedanken und so hat man konkret was zu tun. Die ganze Übung kann dann auch aufs Team noch angewendet werden. Also das schätze ich an unserem Team. Und unser Team könnte noch wirkungsvoller sein, wenn. Von Emendare kennen vielleicht die einen oder anderen, gibt es auch so ein Feedback-Canvas. Das kann man auch ganz gut in der Retro anwenden. Da gibt es auch verschiedene Spalten. Jeder füllt erstmal für sich aus, das kann das Team von mir erwarten und das erwarte ich vom Team. Und dann geht das Blatt auch reihum und dann werden vom Nächsten die Spalten ausgefüllt, das schätze ich an deiner Arbeit und was ich dir wünsche, dass es dir noch besser gelingt. Und dann geht es durchs Team, bis es wieder bei mir ankommt und dann kann ich für mich nochmal ausfüllen, darüber habe ich mich besonders gefreut. Und daran möchte ich noch gerne weiterarbeiten. Das kann man dann auch mit dem Team teilen, muss man aber nicht. Das eignet sich auch gut für Teams, die schon länger miteinander arbeiten, einfach nochmal, um auszuformulieren, okay, was schätze ich denn am Team und was kann das Team denn von mir erwarten? Dann hatten wir noch eine Übung, die ich sehr mag, die vielleicht jetzt ein bisschen komisch klingt, aber es ist auch mal ganz nett, Leute anhand von Metaphern zu beschreiben. Und da eignet sich die Kaufladenübung. Man geht auch wieder in Dreiergruppen zusammen, Person A und Person B beobachten Person C und schreiben erstmal auf, wenn du ein Kaufladen wärst, dann würde ich von weit her anreisen, weil ich könnte im Schaufenster sehen, wenn ich den Laden betrete, herrscht folgende Atmosphäre, ist in der Ladentheke folgendes, könnte ich im Lager sehen. Ja, es ist sehr spannend und manchmal ist es auch gut, die Perspektive zu wechseln und das mal abstrakt zu machen. Die Übung kann man auch sehr gut machen mit Leuten, die man noch gar nicht kennt. Und es ist nämlich sehr spannend herauszufinden, wie man auf andere wirkt, was die von einem denken, wenn sie einen zum ersten Mal sehen. Also das war jetzt sehr schnell durch die Übungen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, kommt gerne im Nachhinein auf uns zu.
Genau, zu den Ergebnissen. Ihr wollt sicher auch wissen, was konkret rausgekommen ist, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt. Spannend ist an der Frage, wie definiert man bei so einer Geschichte überhaupt den Erfolg und wie erkennt man die Wirkung? Dann ein bisschen was zu den Rückmeldungen aus den Teams und was zum Transfer in den Alltag und unser Fazit. Den Erfolg definieren bei so einer Sache, wo man keine direkte kausale Ursache-Wirkung-Kette hat, ist sehr schwierig. Ich kann, wenn ich heute einen Feedback-Workshop mache und morgen die Ines von einem Teilnehmer aus diesem Feedback-Workshop Feedback kriegt, das trotzdem nicht eindeutig zuordnen. Das heißt, ich kann an der Stelle wenig messbar machen. Was ich immer machen kann, ist Beobachtungen sammeln, aber wenn ich die sammle, sind meine Beobachtungen nicht die, sind nicht objektiv. Ich glaube an die Erwachsenheit meiner Teammitglieder, deshalb frage ich immer die Leute, die selber betroffen sind. Im Idealfall fragt man vorher die Leute, mit denen man die Workshops macht, woran werden wir erkennen, dass wir erfolgreich sind bzw. waren. Und im Nachhinein weiß man dann auch ganz genau, was man quasi abfragen muss. Ich habe mein Team auch gefragt, bin erst hinterher drauf gekommen. Und ich kann hier nur sagen, wenn man das Team fragt, muss man auch mit der Antwort leben. Was man sehr gut erkennen kann, ist, dass eigentlich in allen Punkten, außer dem zweiten, es ein paar Ausschläge nach rechts und links gibt und irgendwie nicht wirklich Einigkeit herrscht. Was interessant ist, die einzige Einigkeit ist, ob die Feedback-Workshops Auswirkungen auf die Produktivität des Teams hatten. Auch mit der Frage, ob sie nochmal, also quasi noch einen Anschlussworkshop haben wollen, waren sie sich nicht einig. Es hat auch eine Person, ja? Danke. Okay. Kurze Frage zu dem Fragebogen. Was hast du persönlich aus den Workshops mitgenommen und was hast du persönlich vermisst oder bedauert? Das sind eigentlich offene Fragen. Ja, da gibt es auch noch kurze Zusammenfassung, was Kritikpunkte waren und was positiv bewertet wurde. Okay, also da hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, quasi auch noch Inhalte zu geben, genau, nicht nur auf einer Skala zu bewerten. Ja. Ah, okay, gut. Genau, also tatsächlich waren aus diesen Freitextfeldern Kritikpunkte, dass diese Trainingssituation teilweise halt doch immer noch zu künstlich waren. Wir arbeiten dran und überarbeiten diese fiktiven Beispiele immer wieder. Dann wurde auch in Frage gestellt, ob so ein Psychospiel wie der Kaufladen tatsächlich zielführend sei. Der Hauptkritikpunkt war tatsächlich keine konsequente bzw. zu wenig Nutzung im Alltag. Was positiv bewertet wurde, dass diese zum Beispiel diese Modelle so einfach sind, dass man sie sich selber als Reflexionsgrundlage für verschiedene Alltagssituationen benutzen kann. Und auch was sehr positiv bewertet wurde, dass es tatsächlich eine differenziertere Betrachtung von Situationen aus dieser Ich-Perspektive gibt. Und natürlich, dass jeder im Team Feedback von den anderen bekommen hat und auch anderen Feedback gegeben hat. Was waren die Rückmeldungen, die wir bekommen haben und unsere Beobachtungen? Also gerade beim ersten Feedback-Workshop in dem Team auch, wo das Vertrauenslevel sehr, sehr niedrig war, war wirklich eine Riesenerleichterung am Ende des Workshops sichtbar. Da war ein Riesenaufatmen, weil irgendwie jeder befürchtet hat, es kommt hier zum großen Knall. Und alle waren froh, dass es dann nicht so war. Der Knall kam später. Alle Teams hatten Schwierigkeiten, mich eingeschlossen, Feedback einfach so entgegenzunehmen, weil man hat immer diesen Impuls,
das zu erklären, warum man da vielleicht so gehandelt hat oder man möchte sich rechtfertigen und einfach das mal nur stehen zu lassen, ist sehr, sehr schwer. Aber wir haben Rückmeldung bekommen, dass die Teilnehmer nun besser wissen, was Feedback eigentlich ist. Sie konnten jetzt besser unterscheiden, auch was Lob und Kritik ist oder Leistungsbeurteilung. Und ich habe Rückmeldung bekommen, dass Teilnehmer auch versucht haben, das Gelernte im Privaten anzuwenden. Und das hat mich dann gefreut, dass es denen auch was gebracht hat. Sie fanden es dann nur schade, dass die Feedbacknehmer nicht im Workshop dabei waren. Und ja, also unterschiedliche Teams und das gestaltet sich dann auch im Feedback-Workshop. Also wir haben unterschiedliche Diskussionen wahrgenommen. Die eine Gruppe war sehr mit diesem Begriff, Feedback soll wohlwollend sein und man soll den anderen nicht in die Pfanne hauen. Und eine andere Gruppe hing sehr an den Formulierungen. Okay, wie kann ich das denn jetzt noch besser formulieren und können wir das nochmal umformulieren? Also da war das eher im Fokus. Was waren die konkreten Ergebnisse und der Transfer in den Alltag? Also wie schon gesagt, die Teilnehmer haben jetzt ein einheitliches Verständnis über Feedback und worauf es da auch ankommt, auch wie ich Feedback entgegennehme. Und wie Annette auch schon gesagt hat, es ist gut, Feedback anhand einer bestimmten Aufgabenstellung zu üben. Mein Team hat es dann so gehandhabt, die haben einen ausgewählt, der hat das Sprint-Review dann vorbereitet und auch durchgeführt und eine Person hat im Nachgang dann Feedback dazu gegeben. Und das war ganz gut, weil man hatte wirklich einen feststehenden Zeitpunkt, wann das passiert und hatte auch eine konkrete Aufgabe dazu. Und ja, als Benefit, das Sprint-Review war noch nie so gut vorbereitet wie als es dann Feedback gegeben hat. Das Team hat es dann aber gemeinsam, nachdem jeder dran war, gesagt, okay, es ist besser, wir teilen es wieder untereinander auf auch. Also sie haben gesehen, dass es deutlich besser wurde, aber sie meinten, ja, wenn dann einer krank ist oder so, ist es blöd, wenn es nur von einem kommt. Und ich selber habe auch Feedback bekommen. Ich kann zwar nicht beweisen, dass ich es ohne diesen Feedback-Workshop nicht bekommen hätte, aber sicherlich nicht mit der Ansage, Ines, darf ich dir Feedback geben? Genau, mein persönliches Hauptziel war natürlich der Transfer in den Alltag. Das ist nur teilweise geglückt und ganz und gar nicht so, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Ganz naiv habe ich immer gedacht, ich sehe dann irgendwann Entwickler an den Tisch von einem anderen Entwickler gehen und fragen, darf ich dir Feedback geben? Ist noch kein einziges Mal passiert. Es gab trotzdem ein Outcome. Zum einen tatsächlich halt dieses persönliche Feedback in diesen 1:1-Sessions. Ich habe aber auch beobachtet, dass Probleme und auch unangenehme Dinge offener angesprochen werden. Ich habe zum Beispiel dann in der Folge mal in meinem Team so einen Satz gehört wie, ich glaube dir nicht, dass es dir um mich geht. Das fand ich ganz erstaunlich, besonders angesichts des Vertrauenslevels, dann tatsächlich mal offen zu äußern, okay, ich vertraue dir gar nicht. Auch dieses deutlich gesteigerte Bewusstsein für die Ich-Perspektive, nämlich dass meine Sichtweise nicht mehr und nicht weniger ist als genau meine Sichtweise. Das war auch ein Outcome aus diesen Feedback-Workshops. Weiterhin kann ich beobachten, dass im Alltag in vielen Diskussionen immer wieder Bezug genommen wird auf Situationen, die in diesen Feedback-Workshops zusammen diskutiert wurden. Also einerseits, was Feedback angeht, aber andererseits auch, was die Situationen angeht, auf die sich diese fiktive Beispiele bezogen haben. Das ist so, wie wenn man gemeinsame Referenzpunkte, auf die man sich als Team immer wieder beziehen kann und der andere weiß den Kontext der Diskussion, die man damals hatte. Trotz allem bleibt tatsächlich der Transfer in den Alltag die große Herausforderung. Feedback geben und nehmen ist irgendwie immer noch wie Strafarbeit.
unser Fazit, wenn man mich fragt, lohnt sich der Invest? Ich würde immer noch sagen, ja. Zahlt aber letztendlich meiner Ansicht nach mehr ein aufs Teambuilding, als tatsächlich darauf hinzubekommen, dass einfach so Peer-Feedback im Team passiert. Ne? Ich sage mal, so viel üben kann man gar nicht, dass es einem leicht fällt, irgendwann einem anderen Dinge zu sagen, die man nicht gut findet an seiner Arbeit oder an ihm. Und auch das Entgegennehmen. Auch mit viel Übung fällt es am Ende trotzdem immer noch schwer. Das Prinzip mit den 4 bis 5 Workshops im Jahr, das werde ich weiter behalten, einfach um in der Folge andere Themen mit meinem Team zu erarbeiten. Es war tatsächlich irgendwie sehr teambildend, ein relativ anspruchsvolles Thema im Team so intensiv zu behandeln. Mein nächster Schwerpunkt wird wahrscheinlich Diversität und Toleranz mit dem Ziel mehr Vertrauen. Und was Feedback angeht, mache ich ab und zu ein Refresh noch, sowas wie eine Feedback-Retro, einfach um das erreichte Level dauerhaft irgendwie nicht sterben zu lassen. Wie geht's bei dir weiter? Also ich hatte 2 Teams und hatte mit jedem Team einen Workshop bereits durchgeführt und dachte, super, das läuft gut, ich kann jetzt ans reale Feedback gehen, und dann wurden die 2 Teams zu einem zusammengeführt. Das heißt, jetzt kümmern wir uns erstmal um andere Dinge, also uns gegenseitig kennenlernen, wie wollen wir miteinander arbeiten, und dann werde ich nochmal anfangen mit einem kurzen Refresh und schauen, wie das läuft, und dann nochmal ins richtige Feedback üben gehen. So, das war's mit unserem Vortrag. Danke, dass ihr da wart. Ihr habt jetzt noch einige Zeit, Fragen zu stellen. Falls ihr welche habt, vielen Dank. Fragen bitte immer in das Mikrofon. Ich komme mal zu Ihnen. Also vielen Dank für euren Vortrag, super. Wir haben in einem Unternehmen was ganz Ähnliches gemacht und wir haben 1-2 Sachen anders gemacht. Ich würde die nur einfach kurz mal in den Raum stellen. Ja. Wir haben zur Motivation, warum machen wir überhaupt Feedback, haben wir noch so mit dem Johari-Fenster gearbeitet. Mhm. Also dass es darum geht, den eigenen blinden Fleck sich zu erarbeiten und damit mehr Handlungsspielraum als Team zu haben. Mhm. Das hat so ein bisschen den Leuten geholfen zu verstehen, warum machen wir das hier. Ja. Und das Zweite, was wir, glaube ich, ein bisschen anders gemacht haben, ist, wir haben bewusst nicht gesagt, ich will dir Feedback geben zu irgendwas, sondern wir haben dir das umgedreht und haben gesagt, die Leute sollen sich überlegen, zu welchem Thema möchte ich Feedback haben. Mhm. Und haben dann auch konkret zu, wie arbeite ich technisch oder wie kommuniziere ich oder so, das gemacht. Was den Leuten so ein bisschen geholfen hat zu verstehen, es geht darum, dass ich was lernen kann. Mhm. Nehme ich mit, danke. Gute Inspiration. Tatsächlich hat mich auch irgendwann, nachdem wir das erste Mal den Vortrag gemacht haben, hat mich irgendjemand gefragt, wie schaffst du das, dein Team dazu zu motivieren, dass die das machen? Tatsächlich war es so, also wenn ich in ein Team komme, dann versuche ich, den Punkt zu finden. Also es hätte auch was anderes sein können als Feedback, um eine Reihe draus zu machen. Aber tatsächlich habe ich gespürt, an der Stelle gibt es ein Interesse in dem Team. Ich kann nicht mit einer Workshop-Reihe zu einem Thema kommen, wo tatsächlich das ganze Team sagt, will ich nicht. Ne? Dann ist das mit der Freiwilligkeit so, dass ich dann allein dastehe und sonst keiner. Tatsächlich habe ich den Schwerpunkt gewählt, weil es da im Team schon einen gewissen Bedarf gab und einige Teammitglieder auch sehr aufgeschlossen waren und die andere quasi mitmotiviert haben. Mhm. Du hattest noch eine Frage? Danke euch für den, zumindest fand ich das so, erfrischend konkreten irgendwie auch Vortrag, so dass ihr auch mal wirklich in so Details reingegangen ist, fand ich jetzt super spannend. Und du hast jetzt am Ende so ein bisschen gesagt, das hat für euch jetzt mehr auf das Teambuilding als jetzt auch tatsächlich für dieses Feedback geben eingezahlt. Ich habe mich da selbst gefragt,
ui, das ist jetzt eine Unterscheidung, die würde ich, glaube ich, gar nicht so krass machen letztendlich, weil ich immer das Gefühl habe, ne, wir hatten es ja vorhin auch über dieses Vertrauen, alles, was ich letztendlich in so einem Team, also ich bin auch als Scrum Master in einem Team, alles, was ich in so einem Team als Teambuilding mache, führt letztendlich dazu, dass diese Hürde, dass die Leute sich auch einfach mal so niedrigschwellig sagen, was sie nicht gut finden. Und es muss ja manchmal auch gar nicht was Schlimmes sein. Es kann ja auch einfach mal sein, du kannst ja gerade mal ein bisschen weniger reden, ich muss mich gerade konzentrieren. Das ist ja im Grunde auch schon sowas, dass das eigentlich sehr Hand in Hand läuft. Deswegen, also machst du diese Unterscheidung, weil die für dich so einen gewissen Sinn, also was macht die für dich so einen Sinn, diese Unterscheidung? Tatsächlich sehe ich, also ich sehe das so ähnlich wie du. Mir war es auch am Ende nicht so wichtig, dass das, also mir war es am Ende auch recht, wie es gelaufen ist und dass es auf Teambuilding eingezahlt hat. Am Ende ist dieser Teambuilding-Prozess natürlich auch mein Hauptziel. Aber in dem Moment, wo man einen Vortrag macht über Peer-Feedback im Team etablieren und tatsächlich am Ende das nur teilweise glückt, kann ich ja am Ende nicht hinstehen, wie es ist alles gut. Ne? Das ist der Hintergrund. Also tatsächlich, wenn man den Vorsatz hat, Peer-Feedback im Team zu etablieren, muss man, glaube ich, tatsächlich noch mal weiterreichend sich überlege, ich weiß nicht, wer war vorher in dem Raum, da ging es um Lernen, das war ganz interessant, die hatten da auch was, wie Feedback im Team quasi gelernt werden kann, auch nachhaltig und geübt, hatten sich dann überlegt, dass sie so 10-Minuten-Übungen einbauen, die dann 3- oder 4-mal im Sprint gemacht werden. Also so ganz vom Invest her ganz niederschwellig. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann in Kombination mit sowas dann tatsächlich es doch noch hinkriegt irgendwie, dass das Peer-Feedback im Team noch ein Stück besser funktioniert. Hi, erstmal vielen Dank für euren Vortrag. Ich fand das super interessant, auch insofern sehr interessant, als dass ich festgestellt habe, dass in vielen anderen Firmen viele Dinge doch viel ausführlicher und viel gründlicher auch besprochen werden. Ein Workshop in dem Ausmaß mit der Frequenz ist, glaube ich, in meinen Teams nicht möglich oder auch in meinem Unternehmen nicht möglich. Was mich zu der Frage bringt, inwieweit seht ihr denn so ein Workshop-Format als freiwilliges Angebot unternehmensweit als realistisch ein? Vielleicht, mein Vorsatz war tatsächlich, also firmenweit, da ist die Frage, als offenes Angebot, wo jeder hinkommen kann. Das ist tatsächlich nicht die Zielrichtung, die ich befördern wollte, sondern ich wollte konkrete Personen, die konkret in ihrer Arbeitssituation jeden Tag zusammen sind, in diesem Setting zu der Übung von Feedback befähigen und nicht einfach irgendwen. Also das war schon mein Vorsatz. Natürlich kann man das allgemein als Workshop-Format in der Firma anbieten und auch mit den Leuten arbeiten. Dann zahlt es halt nicht auf Teambuilding ein, dann zahlt es vielleicht auf Kultur ein. Hallo, erstmal danke für den Vortrag. Habt ihr Erfahrung damit, wie man... Hallo? Habt ihr Erfahrung damit, wie man eine Führungskraft in so einem Prozess mit einbeziehen kann? Oder wolltet ihr das ganz einfach nicht probieren? Also wir haben es von vornherein erstmal ausgeschlossen, dass die unter sich das üben. Ich denke, das hängt dann auch wieder vom Vertrauenslevel ab. Also wenn das Vertrauenslevel sehr, sehr gut ist und es, ja, dann kann man die bestimmt auch mit einbeziehen. Danke. Es ist halt ja schon schwierig, einer Person, also ich muss ihr ja dann unter Umständen auch Feedback geben und es könnte für die Mitarbeiter schwierig sein, einer Person Feedback zu geben, die für meinen weiteren Verlauf im Unternehmen schon eine große Rolle spielt. Wir haben auch bewusst irgendwie tatsächlich kein, also es ging um Peer-Feedback, die da sitzen, sind alle gleichrangig.
Es ging nicht darum, wie mache ich das, wenn ich meiner Führungskraft zum Beispiel Feedback geben will. Hier noch. Ich eile, ich liebe. Zu der Frage Führungskräfte mit einbeziehen, ganz kurz Erfahrungen aus unserer Firma. Wir haben auch solche Feedbackrunden, die auch in Teams aufgelaufen sind, also wirklich in einer Vertrauensrunde, aber dann auch durchaus mit der Aufforderung, wenn das Vertrauen bei dem Einzelnen da ist, dieses Feedback, was er bekommen hat, sei es denn positiv oder die Verbesserungspotenziale mitzunehmen und in anonymisierter Form dann durchaus auch mit seinem Teamleiter, Vorgesetzten, wie auch immer, durchzusprechen. Gerade in Bezug auf, es gibt ja in den allermeisten Firmen irgendwelche Leistungsdialoge oder Sonstiges, dass man dann einfach genau solche Punkte auch mitnimmt und da auch durchaus zur Sprache bringen kann. Also so viel zu dem, wie was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn man sagt, man möchte da eben auch Teamleiter, Vorgesetzte eben mit einbeziehen in solche Prozesse. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass ihr so zahlreich da wart und würden uns auch freuen, wenn ihr quasi euer Feedback abgebt. Damit auch wir wachsen können. Genau. Wir lernen gern draus. Ja, vielen Dank. Danke.